McDonald's in Russland ist Geschichte. Nach der Übernahme durch einen russischen Unternehmer heißen die bislang zu der US-Fastfood-Kette gehörenden Schnellrestaurants nun Vokusno i Tochka, zu Deutsch Lecker und Punkt. Geworben wird mit dem Slogan, der Name ändert sich, die Liebe bleibt. Die früheren McDonald's-Mitarbeiter werden ihre Jobs in den 850 Filialen nach Angaben der neuen Unternehmensführung behalten können. McDonald's hatte sich als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine komplett aus dem russischen Markt zurückgezogen. Im Mai gab der US-Fastfood-Riese bekannt, seine Burger-Restaurants in Russland an den russischen Geschäftsmann Alexander Govor zu verkaufen.